Einen wunderschönen guten Abend, ihr Schuppenkriechtiere da draußen, und herzlich willkommen zurück zur 7. Folge unseres Let's Play Together Stellaris Projekts. An meiner Seite ist wie immer. Captain Andes. Es freut mich sehr, dass du dabei bist, und es freut mich auch, dass ihr Zuschauer wieder eingeschaltet habt. Und ja, mir ist beim letzten Mal aufgefallen, dass ich leider meinen Raumhafen auf Luna gebaut hatte. Eigentlich wollte ich das ja auf Spimcrew machen. Also ich werde diesen Namen noch definitiv in dieser Folge ändern, weil er ist ja unaussprechlich. Aber das ist nicht weiter tragisch. Dann werden wir halt unsere Flotten eben von diesem Punkt hier ausheben. Soll erstmal kein Problem sein. Und ihr seht schon, die Karte hat sich seit der letzten Folge echt gefüllt. Die grauen Flecken auf der Karte verschwinden oder im Universum. Es sind haufenweise Völker, die schon an uns angrenzen. Und ich hatte ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt so langsam mich in die militärische Richtung bewegen will. Captain, gibt es von deiner Seite noch was zu sagen oder möchtest du direkt starten? Von mir aus können wir gerne direkt durchstarten. Alles klar. Dann drücken wir Play. Und als allererstes mal werde ich auf Luna ja, eine neue Fabrik bauen. Weil ich habe ja hier schon ein paar Peoples und wäre ja schade, wenn, ja, wenn die eben nicht ihre maximale Produktivität für mich auspacken. So, dann bauen wir hier erstmal eine kleine Mine. Hier könnten wir, na, wo haben wir es? Ein einfaches Forschungslabor bauen. Machen wir auch direkt. Und dann werden wir erstmal jetzt kurz noch schnell den Namen hier ändern, weil der macht mich ganz kirre. Was nehmen wir da? Kalandur, komm. Gefällt mir. Me gusta. So, und ja, genau. Ich werde mich heute definitiv noch mit dem Schiffsdesign auseinandersetzen, euch erklären, was ich da tue. Also nicht, dass ich jetzt besonders viel darüber wissen würde, aber so die grundelementarsten Dinge sind mir klar. So, da ploppt mal wieder eine Warnung auf. Ja, meine kleine Flotte, meine Startflotte, die hat irgendwie ein Problem. Die kommt von da nicht weg, wo sie sich gerade befindet. Ich weiß nicht genau, wodurch sie blockiert wird. Aber man lässt sie nicht wegfliegen. Ah, doch, jetzt hat sie sich herausbewegt. Sie kommt auf jeden Fall nach Hause. So, Captain, ist das für dich okay, wenn ich mich direkt mal kurz in den Schiffsdesigner reinbewege und ein bisschen erzähle darüber? Oder hast du noch irgendwas beizutragen, wo du sagst, nee, ich muss das jetzt vorher noch unbedingt einwerfen? Na, nichts Wichtiges. Ich dachte nur eine Sache, dass du nämlich auf Rimok aufgeräumt hast, aber anscheinend doch nicht, weil hier wimmelt es mal wieder vor Feinden, aber die pust dich gleich aus dem All und dann ist alles gut und dann kannst du währenddessen gerne den Schiffseditor erklären. Alles klar. So, okay, in dem Fall gehen wir direkt rein. So, wir starten als allererstes ein neues Design. Wie gesagt, wir haben hier jetzt ein Korvett-Baufabrik gebaut, die halt sozusagen die Korvetten beschleunigt im Bau. Deswegen werden wir uns natürlich für das Korvettendesign entscheiden. So, und das erste, was ihr hier seht, sorry, da habe ich jetzt ein bisschen schnell gedrückt, aber hier steht ja keine Sektion. Hier geht es im Prinzip um den Rumpf oder um das Chassis oder wie auch immer man das jetzt nun nennen will. Und da kann man eben zwischen drei verschiedenen wählen, also den Angriffsrumpf, den Abfangrumpf und den Wandelrumpf. Und die haben halt, die kann man unterschiedlich bestücken. So, da ich ja im Prinzip den Angriffskrieg vorhabe zu führen, wäre es natürlich gut, wenn mein Schiff möglichst viel Waffenslots hat. Das ist zumindest meine Meinung so im ersten Moment. Oder, Captain, sagst du, ah, pass aber auf, weil hast du da irgendwas, wo du einwerfen möchtest? Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch sagen könnte zum Thema Pass auf, es gibt ja verschiedene Slots, also die verschiedenen Größen der Slots. Also mehr heißt nicht unbedingt mehr. Stimmt, ich merke es gerade. Ja, der Angriffsrumpf hat ja sogar einen mittleren und einen kleinen. Ah, dann nehme ich doch lieber den Angriffsrumpf. Gut, dass du das gesagt hast. So, und ihr seht schon, hier ist das Schiff. So würde es nachher aussehen. Wunderschön, will ich mal sagen. Und genau, im Moment haben wir halt nur den roten Laser. Wir tun ja momentan schon den Destruktor entwickeln, aber der ist halt noch nicht fertig. Deswegen werden wir einfach einen kleinen und einen großen roten Laser aufmontieren auf dem Schiff. Ihr seht schon, hier haben sich dadurch jetzt verschiedene Stats verändert. Und wichtig ist halt, wir müssen die Leistung auf mindestens 0 bringen, weil jetzt im Moment sozusagen erfordert das Schiff mehr Leistung, als es bringen kann. Das heißt, wir müssen einmal hier in die Kernspaltungsreaktoren auch noch mit einbauen. So, wir gucken einfach, wir brauchen es nicht zu übertreiben. So bei 2, jetzt sind wir ja bei plus 2, das reicht schon, weil sonst würde ich nur die Schiffskosten in die Höhe treiben. Und meines Wissens nach macht es auch keinen Unterschied. Also im Sinne von, wenn ich jetzt plus 30 habe oder plus 2, das verändert,
nicht die Schiffsstärke, oder sehe ich das falsch, Captain? Nein, das sehe ich genauso. Also bis jetzt ist mir kein Vorteil klar, der über die Schiffsenergie kommt. Alles klar. So, deswegen war da, oder bis jetzt ist zumindest das unsere Vermutung. Vielleicht werden wir später feststellen, dass wir uns total geirrt haben. Wir wissen es noch nicht. Dann gibt es hier noch diese vier Special Slots, sage ich mal. Da ist halt zum Beispiel das Radar drin, die Triebwerke, der Gefechtscomputer und der Hyperantrieb. Im Moment kann ich halt noch nichts anderes auswählen, weil wir haben halt nur die einfachste Ausführung. Ist halt einfach so. Ja, genau, dann brauchen wir im Prinzip jetzt nur noch für unser Schiff, also ihr seht halt hier die verschiedenen Werte, was es mich an Unterhalt kosten wird, etc., was für einen Schaden es macht. Ich denke auch, wenn wir jetzt die Zahlen uns angucken, im Prinzip sagen sie uns erstmal wenig, bis meine Flotte nicht dann auf Gegner getroffen sein wird und wir sie auch wirklich mal erproben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie will ich sie das Design nennen? Ich brauche irgendeinen griffigen Namen, etwas, das nach Eroberung klingt. Captain, hast du irgendeinen Vorschlag, du als alter Seefahrer? Ein Name, der nach Eroberung klingt? Keine Ahnung. Titanius. Titanius. Komm, nehmen wir einfach Titan. Komm, passt. Ist einfach zu merken. Und genau, dann haben wir das schon fertig. Und dann können wir, glaube ich, auch, würde ich sagen, mal direkt damit eben beginnen. Bei Luna. Auf diesem wunderschönen Planeten. Die Schiffe dann auch in Auftrag zu geben. So, die kosten im Prinzip, ihr seht sogar, auch gar nicht mehr als die Standardausführung. Ich weiß jetzt gar nicht, wir müssen mal gucken, ob sich denn schadenstechnisch das ein bisschen unterscheidet. Nein, offenbar nicht. Ich glaube sogar, ich habe genau gerade das Schiff nachgebaut, das standardmäßig schon vorhanden ist. Gut, wusste ich nicht, egal. Wie gesagt, später kommt ja dann noch der Disruptor drauf, deswegen alles halb so dramatisch. Aber ich würde in dem Fall sagen, wir heben jetzt einfach noch ein paar aus. Wenn ich in den Krieg will, da brauche ich einfach was zum Kämpfen, ist ja klar. So, wir haben jetzt hier gerade auf Luna einen Hungertod erlitten. Ich glaube, ich habe dadurch, dass ich die Fabrik gebaut habe, soeben mir die Nahrung kaputt gemacht. Nicht so cool, nicht so geil, da habe ich nicht nachgedacht in dem Moment, aber das sind halt so die Sachen, die passieren können, wenn man noch nicht so im Spiel drin ist. Ist ja klar. Und ja, deswegen würde ich einfach sagen, wir machen hier eine Grenzklinik hier noch zusätzlich und verschieben einfach den Bewohner hier darüber. Das heißt, sobald es fertig ist, hat sich auch das Problem mit dem Essen erledigt und dann wird hier wieder Wachstum stattfinden. Captain, hast du denn inzwischen die Eindringlinge? Ja, ich sehe schon, du hast sie weggepustet. Da ist nichts mehr übergeblieben. So ist es. So, oh, und unser Ressourcenspeicher ist voll. Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Ich drücke mal kurz Pause, Captain, weil ich will nicht, dass mir zu viel Einfluss verloren geht. Also ich habe jetzt tatsächlich 1000 Einfluss angesammelt und ich habe ja nur maximal für 1000 Platz. Das heißt, wir sollten mal die Ressource anfangen einzusetzen. Und ich dachte mir, gut, wie könnten wir das am besten tun? Ich denke, das Klügste wäre, wir gehen mal auf unsere Heimatwelt und erlassen hier einen Erlass. So, schönes Wortspiel, aber ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Jetzt müssen wir uns mal kurz umgucken, was es hier gibt. Also es gibt hier einmal die Umerziehungskampagne, das würde die Ethikabweichung um 10% reduzieren. Aber ganz ehrlich, wir haben ja momentan noch gar keine anderen Rassen, die bei uns auf dem Planeten leben. Also eigentlich völlig unsinnig für uns. Hier könnten wir die Zufriedenheit steigern durch die Propagandaübertragung, ebenfalls für 10 Jahre. Also das klingt, gilt für alle Erlässe, aber ist auch uninteressant im Moment. Hier könnten wir die Migrationsattraktivität steigern um 100%. Okay, auch nicht das, was ich suche. Hier könnten wir die Energiecreditsproduktion um 15% steigern. Vielleicht ganz interessant, aber lasst uns noch den letzten Punkt anschauen. Hier können wir die Baugeschwindigkeit erhöhen und die Baukosten reduzieren. Ich glaube, das ist das Beste, weil ich würde hier gerne schon die Infrastruktur ausbauen. Das heißt, wir machen das jetzt mal aktiv. Das heißt, für die nächsten 10 Jahre, ja, rollt der Rubel, sage ich mal. So, dann haben wir hier, würde ich sagen, bauen wir auch direkt, geben wir direkt ein Kraftwerk in Auftrag. Weil dann werden wir noch mehr Energie Credits abfarmen können. Und in dem Fall, also wenn es für dich passt, Captain, dann direkt wieder Play. Na klar. Alles klar. So. Was sind denn jetzt im Moment deine weiteren Pläne, Captain? Willst du dich erstmal komplett ausbreiten, beziehungsweise hast du überhaupt noch
Planeten die Optionen für dich darstellen? Weil ich gucke gerade bei dir unten auf die Karte, also so, dass es der Zuschauer auch sehen kann. Oder begnügst du dich erstmal mit diesen vier Kolonien, die du, oder diesen vier Welten, die du jetzt erobert hast für dich? Ja, aktuell sind es noch drei. Raman steht noch aus. Ah, okay. Da baue ich gerade ein Kolonieschiff und ja, wollte das eben halt jetzt mir auch unter den Nagel reißen, weil ich sage, okay, ich bin ja jetzt nun wirklich hier so ein bisschen eingekesselt, deswegen viel bleibt da nicht über. Aber ich habe gerade noch eine weitere Wurmlochstation ziemlich weit, ja, wie soll ich sagen, im Süden gebaut und kann jetzt quasi ja, also ich bin jetzt sozusagen südlich von dem, also bei mir ist er rosa eingefärbt, ich weiß nicht, ob er bei dir auch ist, der ist NPC, der eben halt östlich von mir ist. Welche Farbe hat er? Der hat rosa, ja, wir sehen da rosa, genau, Farben. Genau, und genau unter ihm, also unter seinem Einflussgebiet, da sehe ich eben halt noch einige Sterne, wo angeblich Planeten sind, die man eventuell ja, beanspruchen könnte. Und da habe ich jetzt mein Forschungsschiff hingeschickt, um die ja, um die Umgebung zu scannen, um zu gucken, ob ich nicht da einfach sozusagen ihm noch das Stück da wegschnappe und mich da ansiedle. Das ist so gerade meine Überlegung. Das ist sehr verwegen als Plan, auch im Prinzip ein guter Plan. Aber ich möchte dir gleich eines sagen, das habe ich nämlich vor kurzem nachgelesen. Also wenn die Grenzen zu sehr aufeinander prallen, kann das sehr schnell zu Unruhen führen. Also im Sinne von, dass der Gegner dann sagt, hey, du aufmüpfiger Kerl, rück mir nicht so nah auf die Pelle, die Planeten wollte ich eigentlich haben, also pass auf, dass du dich da nicht sofort in den Krieg verstricken lässt, es sei denn, du willst natürlich. Okay, nee, das wusste ich natürlich nicht, dass das so ist. War jetzt nicht die Idee, aber wie gesagt, die Ausbreitung steht natürlich, ja, also ich möchte das mich halt ausbreiten und daher gucke ich halt, wo geht das überhaupt gerade? Ja. Aber ja, dann muss ich vielleicht noch einen zusätzlichen Gedanken daran verschwenden, ob ich das jetzt machen möchte oder nicht. Im Augenblick habe ich eh gerade ein bisschen was zu tun, da ich habe jetzt einen weiteren Außenposten gebaut, innerhalb eines Sonnensystems, das überhaupt gar nichts hat, gar nicht bewohnt, also da ist nichts im Quadrat. Mhm. Aber dadurch, dass ich das eben halt dort, wo ich es gebaut habe, konnte ich jetzt mein Einflussgebiet verbinden. Also ich hatte ja so zwei einzelne Stückchen und jetzt hat sich das alles zusammen verbunden zu einem Ganzen, zu einem Ganzen, genau. Und dadurch konnte ich jetzt eben halt Subtranius endlich mir unter den Nagel reißen, wo 8 Mineralien unter anderem eben halt zu finden sind. Und dann noch ein weiteres System, Uriel. Also von daher, da sind jetzt meine Konstruktionsschiffe gerade unterwegs und oder gerade losgeschickt und werden jetzt gleich alles claimen und für sich beanspruchen. Ja, von daher, da ist sowieso gerade genug zu tun. Also da bin ich ja schon ein bisschen neidisch auf dich, was Subtranius angeht, muss ich ehrlich sagen. Ich gebe dir auch mal direkt den Tipp, weil ich sehe, das Sonnensystem Dareb, siehst du das? Das liegt da sozusagen am südlichsten Punkt davon. Genau, sehe ich, ja. Du hast wahrscheinlich die Forschung noch nicht, aber dort gibt es, wie heißen die im Moment? Alienhaustiere. Ah, okay, interessant zu wissen, ja. Also falls du es dir claimen willst schon mal, ne, damit du es halt weißt, später, wenn du die Technologie auch erforscht hast. Genau, gut zu wissen, gut zu wissen. Wie gesagt, aktuell sehe ich das tatsächlich nicht, dass da etwas ist, aber ja, jetzt weiß ich es ja. Okay, ich krieg gerade von den Galactic Pirate Confederacy, also den Rosanen, die östlich von dir angrenzen, ein Angebot, dass wir beide uns Zivilzugang geben sollen. Ich werde ihnen denen aber natürlich verwehren. Sie sind ja sozusagen deine direkten Feinde, wenn man so will. Könnte man so sagen, ja, durchaus. Und ich will ja hier nicht mit dem Feind paktieren. Das ist nicht in meinem Sinne. So, jetzt muss ich mal meine Flotten zusammenziehen hier, weil sonst wird das nichts. Ja, ich muss immer erstmal den Knopf finden, um die Flotten überhaupt miteinander... Ah, da ist es. So, zusammenfassen mit der. Jawohl. So, ich wollte aber noch... Nee, die haben wir gar nicht zusammengefasst. Warum werden die nicht zusammengefasst? So, jetzt zusammenfassen. Ah ja, jetzt hat's geklappt. Okay. Mein Gott, man kann sogar die Flottennamen verändern. Also das gefällt mir einfach so wahnsinnig, dass man hier wirklich alles auch so individualisieren kann. Interessant finde ich ja auch, also auch mal damit die Zuschauer es sehen, jetzt haben wir ja vorhin einen Planetenerlass erlassen. Mein Gott, jedes Mal, wenn ich diesen Satz sage, denke ich mir, der klingt bescheuert. Aber ich kann nichts daran ändern, es tut mir leid. So ist es.
Es gibt aber auch globale Erlässe, die man erlassen kann. Meine Güte, okay, ich muss irgendwie einen Tweak finden, um diesen Satz zu umgehen. Und auf jeden Fall, hier seht ihr, hier gibt es die eben. Ich gehe jetzt im Moment noch nicht drauf ein, was die alles können. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich müsste es jetzt alles nochmal durchlesen. Da habe ich jetzt gerade anderes zu tun als das. Aber dass ihr das wisst, es gibt also neben den planetaren Erlässen eben auch globale Erlässe. So, und ich werde jetzt auf jeden Fall weiter hier unbedingt ausbauen müssen auf der Oberfläche meiner Planeten, damit wir hier auch mal vorankommen, dass hier auch mal was Nützliches passiert. Und vor allem, dass meine Peoples halt natürlich maximal produktiv sind. So, okay, das kann ich noch nicht bauen, das ist aber nicht weiter tragisch. Ja, okay, also im Prinzip würde mich mal interessieren, wie viel der Rote, das können wir ja vielleicht mal schauen, unter Kontakte, so, wie heißen die denn noch, die Commonwealth, genau, die mögen mich ja sowieso nicht, stärkentechnisch sind wir momentan als ebenbürtig eingestuft, deswegen würde ich sagen, wir produzieren jetzt einfach nochmal weiter Schiffe wie die Bescheuerten und ich würde jetzt gar nicht lange warten, ich glaube, ich würde mich direkt in den Krieg gleich stürzen. Kann natürlich passieren, dass es voll nach hinten losgeht und ich so richtig auf die Nase falle. In dem Fall meinst möchte ich schon mal... Ja, was? Meinst du mit jetzt gleich? Mehr oder weniger schon, weil ich kann mich ja nicht weiter ausbreiten, während der Gegner sich immer weiter vergrößert sein Reich. Und wenn ich zu lange warte, komme ich zu sehr in den Rückstand. Das stimmt, okay. Na gut, in dem Fall schicke ich dir schon mal meine Flotte zu deinem Hauptstern. Das Sonnensystem und falls es dann bremslich wird, dann sag mir Bescheid, dann greife ich da auch in den Krieg ein. Das wäre super. So, ich bin jetzt schon selber gespannt, also ich werde mir noch einen Moment Zeit lassen, weil ich muss noch ein paar Schiffe produzieren. Ich denke, ich werde so versuchen, mehr oder weniger das Maximum auszureizen von dem, was ich an Schiffen haben kann. Einfach um sicher zu sein, dass ich auch gewinne. Also sicher bin ich mir trotz allem nicht, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, aber okay, nein, die Ressourcen schieben dem Regel einen Riegel vor, das heißt, ein Schiff können wir noch bauen. Das dauert jetzt auch noch ein paar Sekunden, bis es soweit sein wird. Genau, aber dann würde ich sagen, so langsam müssten wir dir mal den Krieg erklären und ich bin schon ehrlich gesagt ein bisschen hibbelig deswegen, weil ich genau weiß, Paradox-Spiele funktionieren nicht so, dass du einfach jemanden den Krieg erklärst, sondern du musst ja immer Kriegsgründe oder Kriegsziele ausgeben. Ich weiß nicht genau, wie sich das hier in Stellaris abspielt und ich hoffe, dass ich mich hier auch nicht übernehme, weil sonst, also man kann sich hier auch sehr schnell in hoffnungslose Kriege verstricken. Oder siehst du das anders, Captain Anders? Du hast ja auch haufenweise Paradox-Spiele teilweise mit mir, teilweise alleine gespielt und Stunden da reingebuttert. War das auch so deine Erfahrung, dass man sich da auch sehr schnell verzetteln kann? Super schnell. Also das geht super schnell. Besonders ärgerlich dann, wenn man im Iron Man-Modus spielt. Also ich meine, das ist natürlich dann die Herausforderung. Und dann hat man vielleicht schon irgendwie 20, 30 Stunden so ein Safe-Game rein investiert und denkt sich, ja, okay, komm, die eine Fraktion attackiere ich jetzt, aber dann in dem Moment kippt die Stimmung und es zerfetzt einen völlig. Ja, also ihr seht, wir haben hier beide die gleichen oder ähnliche Erfahrungen gemacht. Deswegen ist immer Angriffskrieg mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Einfacher ist es, wenn man einen Verteidigungskrieg führt in der Regel, weil man dann meistens sozusagen nur das, was der Gegner erobern will, halten muss und man sich ja im Prinzip nicht aus seinem eigenen Territorium rausbewegen muss. Also es ist nicht so, das finde ich auch immer so, oder was heißt, ja nee, finde ich auch bei vielen Spielen immer schade, dass man sozusagen eigentlich immer bevorzugt oder bevorteiligt wird, wenn man so eine sehr aggressive Strategie fährt. Also weil du im Endeffekt ja den anderen auch aufzwingst, mit dir in den Kampf zu gehen. Und es ist dann nicht so, dass man jetzt zum Beispiel eine Region verliert und der Krieg ist vorbei, weil das Kriegsziel erfüllt ist, sondern halt im schlimmsten Fall wird man einfach weggerusht bis zum Schluss. Kann einem hier natürlich auch passieren, aber ja, durch diese Kriegsziele finde ich das halt sehr viel dynamischer. Das ist halt so, wie es auch im echten Leben ist. Ne? Man erobert jetzt vielleicht ausgenommen den Blitzkrieg von 39, wo halt Deutschland Polen überfallen hat und in 30 Tagen überrannt hat. Das ist jetzt vielleicht so die Ausnahmesituation. Aber in der Realität ist es ja eher so, dass Kriege sehr langwierig sind und dass man verbissen um verschiedene Regionen kämpft und dass, ja, wie soll ich sagen, also Regionen halt auch stückweise oder Länder stückweise
aufgebrochen werden und dann halt eben annektiert. Genau. Deswegen bin ich schon ein bisschen hibbelig jetzt, wie gesagt. Die Flotte müsste in Kürze soweit sein. Also wir haben jetzt schon 16 Schiffe. Ich muss mal kurz gucken, ob noch was in der Produktion ist. Ja, 2 Schiffe produzieren wir noch, dann sind wir bei 18. Dann haben wir ja eine statistische Stärke oder halt so einen Grundwert von etwas über 400, vielleicht sogar knapp 500. Sollte funktionieren. Also ich hoffe es. Wie gesagt, vielleicht irre ich mich auch und ihr seht gleich, wie meine Flotte in einem riesigen Feuerball aufgeht. Aber für den Fall ist ja auch noch der Captain Andes da. Captain, was hast denn du eigentlich für eine Flotte? Also ich meine, hast du mir 2 Schiffe geschickt oder hast du etwas, was ich auch eine Flotte nennen darf? Ja, also ein bisschen neidisch bin ich jetzt schon auf deine Flotte, weil ich habe natürlich nur 10 Schiffe, also keine 16. Aber ich denke, die sind halt ein bisschen durchschlagskräftiger. Trotz alledem haben sie natürlich einen Militärwert, der niedriger ist von 350 mit den 10 Schiffen. Naja, ist aber auf jeden Fall akzeptabel. Ja, ich denke. Besonders, weil ich habe auch Energieschilde der 2. Stufe schon drauf. Also, da geht was. Da geht was, denke ich mal. Na klar. So, okay, hier wurde gerade was abgeschlossen. Gucken wir mal kurz, was genau. Ressourcenspeicher voll. Ah, okay. Also, wir könnten im Prinzip schon wieder einen Erlass erlassen, denn, mein Gott, dieser Satz, der macht mich heute noch wahnsinnig. Ja, weil wir haben schon wieder den Einfluss gesprengt an dem, was wir ansparen können. Ich glaube, dann mache ich auch einmal auf unserem Heimatplaneten die Netzüberlastung. Das generiert ja nochmal plus 15% Energiecredits. Und ja, also wenn der Einfluss halt, ne, damit er wenigstens Nutzen bringt. Das bringt mir ja nichts, wenn ich darüber hinaus ihn nicht einlagern kann und er einfach verloren geht. Also das macht ja am allerwenigsten Sinn. So, ich werde jetzt erstmal nicht, also ich könnte natürlich jetzt noch weitere Gebäude bauen, um meine Produktion etc. anzukurbeln. Ich lasse das jetzt erstmal im Moment, weil ich will ein bisschen Puffer haben, falls meine Schiffe gleich vernichtet werden. Und ich würde sagen, Captain, wenn das für dich okay ist, ich würde mal kurz Pause machen, mal kurz mich ins Kriegsmenü, Diplomatiebildschirm zurechtfinden und dann den Krieg halt starten. Mach das ruhig, ja. Alles klar. So, dann wollen wir mal schauen. So, lieber Gegner, wir sind beide nicht so miteinander, deswegen lass uns hier die Sache, lass uns auf den Pausenhof gehen und es wie echte Männer klären. Okay, jetzt müssen wir uns nur überlegen, welchen Planeten wir denn gerne von ihm haben wollen, und eigentlich bin ich ja auf Rastaban oder auf so das Sonnensystem Rastaban scharf, weil das einfach, ja, eine gute Ressourcenausbeute hier bringen würde. Also ihr seht hier gibt es jetzt verschiedene Optionen. Ich könnte sogar den Gegner dazu, also versuchen ihn zu vasalisieren. Wird natürlich entsprechend schwierig sein, weil ich sozusagen all seine Flotten wahrscheinlich besiegen muss, bevor er dieser Kriegsbedienung oder dem einfach zustimmt. Aber ich kann natürlich auch sagen, nein, hör zu, ich will von dir nur einen bestimmten Planeten haben. Leider ist jetzt das Sonnensystem, auf das ich eigentlich scharf bin, kann ich gar nicht auswählen. Den genauen Grund kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es die Heimatwelt, also die Startwelt, auch wenn es mich ein bisschen wundern würde, aber es kann natürlich sein. In dem Fall würde ich sagen, wir setzen uns erstmal ein kleines Ziel. Wir versuchen, ja, den Planeten Yultub, nein, Entschuldigung, Tirimba oder Trimba oder irgendwie sowas im Sonnensystem Yultub für uns zu gewinnen. So. Wie auch immer ich das jetzt. Ah, so. Okay, ich muss das per Drag and Drop rüberziehen. So. Okay, und das wird uns jetzt 17 Kriegspunkte kosten. Wir drücken jetzt einfach bestätigen. Der Krieg hat begonnen. Genau, und wir werden jetzt gleich anhand irgendeines Diagramms oder beziehungsweise eines Balkens oder irgendwie sowas den Kriegsfortschritt auf jeden Fall gleich sehen. Und ich würde sagen, wir fallen jetzt einfach bei dem Gegner ein. Captain, wenn du bereit bist, können wir von mir aus weitermachen. Ich bin bereit. Du bist bereit, wunderbar. So, und ich bin auch schon ehrlich gesagt auch schon richtig scharf drauf, jetzt gleich zu sehen, was passieren wird, wenn meine Schiffe da ankommen und der ersten feindlichen Flotte begegnen, weil so 18 Schiffe, die dann auf andere Schiffe einschießen, könnte ich mir schon recht lustig vorstellen, weil es ja gerade so hübsch gemacht ist auch. So. Da nähern wir uns also schon dem Feind. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie genau es aussehen wird mit der Eroberung des Planeten oder ob es
schlicht und ergreifend, ich habe ja noch im Prinzip gar keine Bodentruppen, die ich zur Invasion hinschicken könnte. Oder zumindest wüsste ich nicht, wie es geht im Moment. Ich glaube auch nicht, dass meine Schiffe sozusagen Militäreinheiten dabei haben. Oder weißt du da was anderes, Captain? Nein, also die haben keine Armeen dabei, sondern sind wirklich nur Militär. Sind nur Flugeinheiten. Und das heißt folgendes, du musst erstmal natürlich die Flotten bezwingen, die dort in der Nähe sind. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du dich auf einen Planeten zu bewegen. Dieser Planet hat wohl dann, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Art, ja, erstmal so eine Art Bonus-Schutzsystem. Also stellen wir uns vor, als ob das halt Schilde wären sozusagen, metaphorische, die du erstmal plätten musst. Und danach, wenn du das gemacht hast, dann kannst du mit Bodentruppen wohl da drauf gehen. Vielleicht kann man auch aber direkt mit Bodentruppen dorthin, da bin ich mir eben halt nicht sicher. Wichtig ist, du musst natürlich welche produziert haben in deinem Raumhafen und die natürlich dann entsprechend losschicken per Transportschiff. Alles klar. So, ich habe jetzt auf jeden Fall den ersten Feind sozusagen gerade aufgerieben. Es war zugegeben nur ein Schiff. Hat mich aber schwerer getan, als ich dachte. Ich vermute mal, dass der Schilde hatte und dementsprechend meine Laser nicht so effektiv waren. Ich fliege jetzt einfach mal zu seinem Planeten und gucke jetzt einfach mal, was da passieren wird, wenn meine Schiffe dann bei seinem Planeten angekommen sind. Ich hoffe natürlich, dass er selber auch mit seiner Flotte jetzt sich mal herbewegt, falls er überhaupt eine hat. So, aufgrund unserer... Okay. So, ich drücke nochmal kurz Pause, Captain, weil ich muss wieder eine Forschung auswählen. Das ist natürlich nicht optimal, wenn ich jetzt gleich angegriffen werden sollte. Na klar. So, was wählen wir denn hier aus? Also wir haben hier wie immer diesen Blausplitterwerfer, aber wie gesagt, interessiert mich im Moment nicht, kann ich ja später immer noch erforschen. Aber ich könnte jetzt schon einen blauen Laser erforschen, wäre vielleicht auch nicht uninteressant. Ja, da ich ja jetzt momentan wirklich ein bisschen so auf Angriff gebürstet bin, würde ich sagen, komm, das wählen wir aus. Und dann ist die Frage auch schon geklärt. Und jetzt hier, wo ich das Schiff zerstört habe, gibt es mal wieder Trümmer, die ich theoretisch mit meinem Forschungsschiff analysieren könnte. Ich werde aber natürlich jetzt den Teufel tun und mein Forschungsschiff direkt hier rein jagen. Okay, und in dem Fall, bist du bereit, um wieder Play zu... Na klar. ...zu ertragen? Ja, schwerlich gerade. Also bei mir, während du halt da die ganze Zeit bei bist, ploppen halt wieder Bildschirm einer nach dem nächsten. Ich bin leicht verwirrt gerade, aber ich kämpfe mich durch irgendwie. Geht mir genauso. Bei mir ploppen auch schon wieder tausende Sachen auf. Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen auf den Krieg fokussieren. Das macht jetzt, glaube ich, gerade nicht so viel Sinn, sich mit was anderem... Oh, okay, ich sehe gerade, meine Schiffe bombardieren tatsächlich schon die Welt und die Planetenbefestigung sinkt auch genauso, wie du es vorhergesagt hast. Leider habe ich natürlich im Moment keine Bodentruppen. Ich schaue mal vielleicht, ob ich schon welche anfangen könnte zu produzieren. Was hast du denn jetzt eigentlich nochmal angegeben als Kriegsziel? Was möchtest du ihm denn alles abjagen? Nur das eine System? Nur oder das auch eine mehr? Sonnensystem. Nur das eine Sonnensystem, was ich gerade angreife. Ich wollte mich, wie gesagt, jetzt für den Anfang nicht komplett übernehmen. Mhm. Aber kann es nicht sein, dass es dann am Ende heißt, hör zu, jetzt kannst du ihn die nächsten x Jahre nicht angreifen? Das habe ich nicht überprüft, gutes Argument, aber ich sag mal so schnell wie die Zeit vergeht, selbst wenn er mir sagt, ich kann dich, dass wir 10 Jahre nicht mehr Krieg führen können, wären die ja recht schnell vorbei. Das stimmt natürlich. Ja. So, okay, bei mir ist schon wieder eine neue Forschung aufgeploppt, aber ich werde jetzt dafür nicht Pause drücken, ist gerade nicht nötig, gucken wir mal, ja, was sollen wir denn hier bauen? Also wir hätten hier einmal die... wir könnten hier eine neue diplomatische Option erforschen, die uns ermöglichen würde, eine Föderation zu gründen. Oh, interessant. Eine coole Sache. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, was uns die Föderation bringen würde. Dann könnte ich hier wieder erforschen, den dichten Dschungel abzuholzen. Also für diese Blocker-Felder sozusagen, auf denen ich noch nicht bauen kann. Aber jetzt im Moment, ich habe noch genug Felder, die ich sozusagen bebauen könnte. Und ich glaube, im Moment ist am interessantesten zentralisierte Befehlsleitstelle. Da kann ich nämlich eine Militärakademie bauen, die meine Armeen schneller ausheben lässt und den Schaden erhöht.
und genauso die Unterhaltskosten für Bodentruppen senkt. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal direkt machen. Also der Gegner, muss ich sagen, ist ein bisschen lahm bis jetzt. Oder er hat einfach verstanden, dass ich das mächtigere Wesen bin. Ich weiß es noch nicht, aber bis jetzt traut er sich gar nicht, etwas dagegen zu unternehmen, dass ich ihm gerade seine ganzen Peoples vom Planeten runterbombe. Wie ist er denn statusmäßig? Ist er dir überlegen, unterlegen? Oder was ist eigentlich sein Ursprungsstatus gewesen? Sein Ursprungsstatus. Also ursprünglich waren wir ebenbürtig, sind wir momentan immer noch. Aber der Krieg verläuft momentan zu meinen Gunsten. Also ich habe jetzt 12% von diesen 17 Punkten, die ich erreichen muss, wenn ich das richtig verstehe, schon geschafft. Vielleicht muss ich auch nur 17 Punkte erreichen. Ich bin mir da noch nicht so ganz im Klaren darüber. Aber momentan läuft es erstmal, sage ich mal, gut soweit. Okay, eine Feindflotte ist offenbar in der Nähe. Oh, da ist eine Feindflotte in meinem Sonnensystem. Das ist natürlich ungeil. Und ich glaube, sie machen gerade genau dasselbe mit meinem Planeten, was ich mit ihrem mache. Ja, Captain, hier trittst du auf den Plan. Okay. Ja, dazu muss ich, das dauert noch eine Minute, weil ich muss jetzt meine Flotte zusammenziehen, die ist noch gerade gespalten. Und dann könnte ich natürlich mit in den Krieg einsteigen, ja. Das wäre super. Wie gesagt, also ich denke auch mal, wenn du jetzt da noch mitmischst, dann wird der innerhalb von kürzester Zeit sowieso aufgeben. Ja, die kommen langsam. Und mein Planet wird sie auch eine Weile aushalten. Also der hat ja auch 1200 Planetenbefestigungspunkte. Das heißt, der wird jetzt nicht innerhalb von 0, nichts sich ergeben. Ja, bis jetzt, soweit ich das sehe, greifen sie auch nicht an. Jetzt sind sie zu deiner zu deinem Hauptsonnensystem weitergereist. Aber da stehen auch schon meine Schiffe. Wie gesagt, die warten jetzt nur noch auf die zweite Flotte, damit die sich wieder zusammenseppen können. Aber aus irgendeinem Grund fliegen die hier nicht los? Na doch, okay. Nein, ich habe ein bisschen gedauert. Oh, und jetzt sind sie wieder weggesprungen. Okay, ich werde sie jetzt versuchen, direkt abzufangen, ehrlich gesagt. Weil ich habe jetzt... Moment, was ist denn hier passiert? Ah, okay, offenbar, weil ich die Befestigung aufgegeben habe, sehe ich das richtig. Diplomatie. Nee, Moment, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Ja, ich würde sagen, behalt deine Verwirrung, weil unsere Zeit ist mal wieder um. Und dann, okay. Ja, können wir das ja dann in der nächsten Folge klären. Alles klar, dann machen wir das. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich hoffe, trotz meiner Verwirrtheit hat euch dieser Angriff Spaß gemacht. Wir werden mal in der nächsten Folge gucken, wohin das Ganze führt. Und in dem Fall wünsche ich noch euch einen wunderschönen Abend. Das war's von mir, eure Schlangenzunge. Ja, auch ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bin schon ganz gespannt, ob es Schlangenzunge überlebt oder ob er jetzt schon im 7. Let's Play seinen letzten Atemzug genommen hat. Ich wünsche euch also, wie schon gesagt, noch einen schönen Abend und bis dann.